Ja, wir sind jetzt im Wiesbadener Rathaus, heute unter Corona-Bedingungen, mit Maske, aus Respekt, vor der Corona-Pandemie und dem Infektionsgeschehen. Die Entscheidung ist ziemlich deutlich, auch wenn sie noch nicht final da ist. Wir haben jetzt aktuell bei einer Wahlbeteiligung von ziemlich sagenhaften 45%, eine deutliche Mehrheit, die gegen die Citybahn gestimmt hat, nämlich aktuell 62%, das sind 58.500 Stimmen und lediglich 37,9%, die sich für das Projekt ausgesprochen haben. Ich bin jetzt hier als erstes mit dem Verkehrsdezernenten Andreas Kowoll, der federführend für das Projekt auch verantwortlich war. Und ja, meine erste Frage wäre, wie ist denn Ihre Stimmung nach diesem doch ziemlich deutlichen Ergebnis der Wiesbadener Bürger? Ja, wir sind schwer enttäuscht. Mit diesem Ergebnis hatten wir so nicht gerechnet. Es war erwartet worden, dass es knapp wird. Jetzt hat der Wiesbadener Bürger sehr eindeutig gesprochen und damit ist das Projekt Citybahn für Wiesbaden vom Tisch. Sie sagen, es war erwartet, dass es knapp wird. Hätten Sie sich ein anderes Ergebnis nicht nur gehofft, sondern auch vorstellen können? Natürlich, wir haben ja dafür gekämpft, dass wir die Wiesbadener überzeugen, von diesem Projekt eine Straßenbahn in Wiesbaden wieder fahren zu lassen. Das ist seit 4 Jahren verfolgt worden, dieses Projekt. Es war immer klar, dass irgendwann die Wiesbadener darüber abstimmen können. So sieht es ja die Hessische Gemeindeordnung auch vor. Alle Fraktionen, auch in der Kooperation, gingen davon aus, dass diese Abstimmung eines Tages stattfindet. Jetzt hat man sich im vergangenen Jahr darauf verständigt, das jetzt in 2020 durchzuführen. Und jetzt haben wir ein Ergebnis, das Projekt ist damit gescheitert und kann nicht weiterverfolgt werden. Können Sie persönlich die Entscheidung der Wiesbadener nachvollziehen? Also es gibt ein großes Unbehagen bei diesem Projekt, scheinbar schon seit Jahren. Das haben wir immer wieder feststellen müssen, auch jetzt im Wahlkampf, wo wir ja viele Veranstaltungen durchgeführt haben, auch viele Gespräche auf der Straße, auch unter Corona-Bedingungen geführt haben, war ein sehr großer Vorbehalt in vielen Gesprächen zu verspüren. Es gab zwar eine größere Zahl von zustimmenden Bürgern, aber am Ende waren doch sehr viele unterwegs, die das einfach abgelehnt haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Und der Eindruck war sehr deutlich, dass man gar nicht über die Details reden wollte, sondern einfach grundsätzlich gegen dieses Projekt eingestellt ist. Jetzt haben Sie angesprochen, aus verschiedenen Gründen. Was würden Sie sagen, war ausschlaggebend an Gründen gegen die Citybahn? Also neben den einzelnen Punkten, die ja scheinbar auch nicht auszurotten waren, nämlich die Behauptung, dass viele Bäume fallen, dass die Citybahn eine Trennwirkung besitzt, waren zwei Dinge ganz stark immer wieder genannt worden. Das waren einerseits die Kosten, wo viele Bürger sich gegen positionierten, gegen dieses Projekt, weil sie der Auffassung waren, das ist zu teuer. Mag auch damit zusammenhängen, dass in Wiesbaden keine Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen in dieser Größenordnung in der Vergangenheit realisiert worden sind. Und das zweite Thema war, dass man diese lange Baustellentätigkeit nicht für solch ein Projekt akzeptieren wollte. Wie geht es jetzt weiter für Wiesbaden? Das Votum ist bindend, auf jeden Fall. Was würden Sie sagen, wo geht die Richtung jetzt in der Verkehrspolitik in der hessischen Landeshauptstadt hin? Wir haben jetzt zunächst mal alle Aufgaben aus dem Luftreinhalteplan umzusetzen. Da sind wir ja seit 2 Jahren ja dabei. 111 Maßnahmen werden umgesetzt. Wir werden sicherlich die ein oder andere neue Busspur realisieren müssen, um die Luftqualität in Wiesbaden zu verbessern. Wir müssen dieses Jahr liefern. Die Deutsche Umwelthilfe hat uns ja angemahnt, hier entsprechende Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Eine große Maßnahme, die langfristig eine gute Perspektive für den öffentlichen Personennahverkehr geboten hätte. Die Citybahn ist vom Tisch. Jetzt muss man über andere Maßnahmen nachdenken. Das wird eine Zeit lang erforderlich oder erfordern. Aber ich bin guter Dinge, dass wir dann auch Lösungen anbieten können, die vielleicht nicht so gut sind wie die Citybahn, aber uns zumindest in die Lage versetzt, ein Dieselfahrverbot für Wiesbaden zu verhindern und die Luftqualität zu verbessern. Die Deutsche Umwelthilfe hat Sie ja in der vergangenen Woche schon angemahnt, wegen den Luftschadstoffwerten. Jetzt sagen Sie, das wird eine Weile noch in Anspruch nehmen. Wie zügig kann denn überhaupt was umgesetzt werden? Also die normalen oder die schon festgelegten Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan werden ja schon umgesetzt. Die große Lösung ist vom Tisch, die Citybahn. Eine Alternative wird sicherlich relativ lange noch brauchen, bis man die entwickelt hat. Und die wird nicht die Qualität haben, wie das eine Straßenbahn zur Folge gehabt hätte.
Ob das dann am Ende ausreicht, um die Luftqualität so zu verbessern, auch dauerhaft gut zu verbessern, das muss man dann abwarten. Und da bin ich noch nicht in der Lage, eine Prognose abzugeben. Wir werden aber daran arbeiten müssen, weil das ist unsere Aufgabe, sowohl die Umwelt in Wiesbaden, auch unter Klimaaspekten voranzubringen, aber auch die Verkehrsprobleme in dieser Stadt zu lösen. Eine etwas ketzerische Frage bei dem Votum, was heute gefällt wurde von den Wiesbadener Bürgern, was ja sehr eindeutig war. Ist das Projekt Citybahn nicht gut genug oder war die Kommunikation nicht gut genug, um die Leute davon zu überzeugen? Ich glaube, das Projekt ist gut, weil viele Städte realisieren ja Straßenbahnen und zwar in großem Umfang in Deutschland und in Europa. Die Kommunikation hat vielleicht einige Mängel aufgewiesen, insbesondere die Abfolge der Beratung, wie der Verkehr in Wiesbaden zukünftig organisiert werden soll, hat ein Manko gehabt. Das haben wir versucht, mit dem Mobilitätsleitbild zu beheben, dass man erstmal einen Kontext hergestellt hat, um dann ein solches Projekt auch der Bevölkerung zu vermitteln. Das hat leider erst zu einem späteren Zeitpunkt stattgefunden und das führte dazu, dass dieser Zusammenhang offensichtlich nicht so hergestellt werden konnte, auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Wie sehen Sie das Ergebnis, die Schlappe quasi für einen großen Teil der Wiesbadener Politik, der sich ja dafür ausgesprochen hat für die Citybahn, im Hinblick auf den Wahlkampf, der ja zur Kommunalwahl im März nächsten Jahres stattfinden wird? Es war vielleicht zu Beginn dieses Projektes eine zu große Sicherheit, dass das quasi schon politisch durch ist, obwohl von Anfang an klar war, dass irgendwann die Bürger noch einmal gefragt werden. Diese Sicherheit hat auch ein Stück weit blind gemacht für das, was die Bürger wahrnehmen rund um dieses Projekt und diese vielen Fragen, die aus Sicht der Bürger nicht wirklich gut beantwortet worden sind, auch ein Problem der Kommunikation. Wir haben natürlich auch mit vielen Falschinformationen zu kämpfen gehabt. Diese Falschinformationen ließen sich nicht ausrotten und sie haben sich in den Köpfen der Menschen festgesetzt. Aber jetzt müssen wir das Votum akzeptieren und nach neuen Lösungen suchen, um die Verkehrsprobleme der Stadt zu beheben und zu beherrschen. Wenn Sie sagen, das Votum müssen wir akzeptieren, sehen Sie auch, dass Sie selber Fehler gemacht haben im Wahlkampf zur Citybahn? Also wir haben ja sehr viel gemacht. Wir haben umfassend informiert. Wir haben viele Termine angeboten. Unter Corona war vielleicht die eine oder andere Veranstaltung nicht so, wie wir das gerne durchgeführt hätten. Aber am Ende muss man sagen, die Bürger haben eindeutig auch aufgrund der großen Wahlbeteiligung entschieden. Es müssen Fehler gemacht worden sein, weil sonst wäre solch ein Projekt nicht derartig durchgefallen. Wir werden das sehr genau analysieren müssen. Ich glaube, dass die Einschätzung, dass eine breite politische Mehrheit ausreichend ist, um die Bürger zu überzeugen, an der Stelle nicht gezogen hat. Vielen Dank an Andreas Kowol. Trotzdem noch einen schönen Abend. Auch Ihnen. Vielen Dank. Wir gehen weiter. In die Richtung? Gut. Wir haben jetzt Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende hier. Er darf seine Maske abnehmen. Wir halten aber trotzdem ein bisschen Abstand. Mein Name ist übrigens Nele Leubner. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Herr Mende, wir haben uns ja heute Vormittag schon getroffen. Da waren Sie als Wahlhelfer im Schelmgraben aktiv. Da hatten wir noch ein bisschen die Befürchtung, ob das Quorum überhaupt erreicht werden kann. Jetzt ist die Entscheidung der Wiesbadener Bürger doch ziemlich eindeutig. Was sagen Sie dazu? Ja, als allererstes sage ich mal, es ist eindeutig. Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden, sie lehnen mit einer deutlichen Mehrheit die Citybahn ab. Sie haben auch ganz klar das Quorum erreicht, das heißt, dieser Entscheid ist bindend. Und das gilt es jetzt als Stadtpolitik erstmal zu akzeptieren und zu respektieren. Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden, mit dieser Situation werden wir jetzt umgehen müssen. Als Oberbürgermeister haben Sie ja so ein bisschen die Sicht von oben auf die Wiesbadener Stadtpolitik. Was würden Sie sagen, wie haben sich die Wiesbadener Parteien und die Politiker in diesem Citybahn-Wahlkampf geschlagen? Wenn ich erst was anderes sagen darf, ich empfinde meine Sicht überhaupt nicht als eine Sicht von oben, sondern ich versuche wirklich unter den Bürgerinnen und Bürgern zu sein. Ja, wir haben ja alle gemerkt, dass das ein sehr
polarisierender Wahlkampf gewesen ist. Das hat mich überrascht. Es ist polarisierender geworden, als ich es bei einem Sachthema in einer Stadt erwartet hätte. Ich hatte die Hoffnung, dass man es auf einer wirklich faktischen Grundlage ausficht und auf dieser Faktengrundlage diskutiert. Aber es ist hinzunehmen. Jeder Bürger und jede Bürgerin hat das Recht, seine Entscheidung auf der Basis ihrer Informationen oder ihrer Einschätzungen zu treffen. Machen Sie dem Magistratskollegen Vorwürfe, dass es am Ende nicht gereicht hat? Ich mache überhaupt niemandem Vorwürfe, weil ich glaube, das wäre jetzt verfehlt in einer Situation, in der die Bürgerinnen und Bürger ein klares Votum abgegeben haben, jetzt sozusagen eine Nachbetrachtung vorzunehmen. Mein Blick ist eigentlich in die Zukunft gerichtet. Ich möchte gern die Gräben, die da aufgerissen sind, überwinden. Dazu müssen beide Seiten beitragen. Dazu gehört auch, dass man kein schlechter Verlierer ist. Dazu gehört im Übrigen aber auch, dass man kein schlechter Gewinner ist. Und das sind, glaube ich, die Anforderungen, die wir jetzt an beide Seiten haben. Aber Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind schon auch persönlich enttäuscht. Natürlich bin ich persönlich enttäuscht. Ich habe für dieses Projekt geworben, ich habe dafür gefochten, ich bin von diesem Projekt immer überzeugt gewesen. Aber das ist Politik und das ist Demokratie. Wir spielen ja nicht Wünsch dir was. Ich habe eine Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger bekommen und die gilt es jetzt einfach umzusetzen und zu akzeptieren. Können Sie aus Ihrer Sicht sagen, wo Sie denken, wo vielleicht die Ursachen liegen für das Scheitern des von einer breiten Mehrheit der Wiesbadener Stadtpolitik getragenen Projekts liegen könnten? Ja, dafür haben wir noch wenig Datengrundlage, um zu sagen können, woran es gelegen haben mag. Aber das Gefühl, was man so entwickeln konnte, ist, dass es eine große Skepsis gegenüber einem Großprojekt als solches gibt, im Hinblick auf die Finanzierbarkeit, im Hinblick auf die Folgen, die das hat, die einschneidenden Baustellen, die ich im Übrigen auch nie bestritten habe, dass es sie geben wird. Und möglicherweise gab es da eine ganz große Skepsis, dass dieses Projekt einfach, ich sag mal, eine Nummer zu groß ist. Ich teile das nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das viele Leute so beschäftigt hat. Die gute Nachricht ist ja das Quorum, was erreicht wurde und die relativ hohe Wahlbeteiligung mit mehr als 45%. Ich glaube, das liegt sogar höher als bei Ihrer Oberbürgermeisterwahl. Sehen Sie da schon, dass die Wiesbadener das schon auch interessiert? Also es war ja nie ganz klar, ob das vielleicht nur ein Thema ist, was nur einen kleinen Teil der Stadtbevölkerung überhaupt interessiert. Ja, es interessiert viele Menschen. Es hätten ja im Prinzip beide Seiten das Quorum erreicht. Aber diejenigen, die es abgelehnt haben, sind eben die doch deutliche Mehrheit. Ja, man sieht, es interessiert die Bürgerinnen. Die Bürger sind auch zur Wahlurne gegangen. Das finde ich gut. Und ich bin auch froh, dass wir ein klares Ergebnis haben. Ein Ergebnis, das jetzt nicht im politischen Raum diskutiert werden muss, ob es überhaupt eins ist. Denn das wäre ja die Folge gewesen, wenn es kein Quorum gäbe. Dann hätte man angefangen, Diskussionen zu führen. Wie bindend ist das? Insofern bin ich froh. Es ist eine klare Botschaft an die Politik. Das Projekt wird nicht gewollt. Die Frage, die offen bleibt, ist die, was will man stattdessen? Das weiß man ehrlich gesagt aufgrund dieser Abstimmung nicht. Darüber werden wir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten miteinander ringen müssen. Also ordentlich Arbeit, die auf die Wiesbadener Stadtpolitik zukommt. Vielen Dank an Sie. Dank und schönen auch. Abend noch. Erholen Sie sich vom Wahlhelfer sein. So, wir gehen weiter zum Stadtentwicklungsdezernenten Hans-Martin Kessler. Herr Kessler, auch Sie dürfen Ihre Maske abnehmen. Ich habe eine FFP2-Maske auf und dann können die Bürger Sie ein bisschen einfacher verstehen. Ja, Sie waren auch Befürworter des Projekts. Wie ist jetzt Ihre persönliche Stimmung? Wie nehmen Sie die Entscheidung der Wiesbadener wahr? Ja, die Entscheidung ist nicht überraschend, aber trotzdem enttäuschend. Und ich glaube, einer der Gründe, warum sie zum heutigen Tage so ausgefallen ist, ist unter anderem, dass sich aus nachvollziehbaren Gründen die Wiesbadener an dem Ist-Stand orientieren. Das heißt, man schaut weniger, wie sieht Wiesbaden in 10 Jahren aus, sondern orientiert sich daran, wie sind die Verkehrsverhältnisse heute. Und diese sind heute definitiv noch nicht so schlimm, dass jemand zu dem Ergebnis kommt, wir brauchen die Citybahn dringend. Als Stadtentwicklungsdezernent schauen wir aber voraus viele Jahre und sind der Auffassung, dass dies in 10 Jahren nicht mehr so sein wird und wir deshalb jetzt schon eigentlich eine Entscheidung treffen müssten zu einem alternativen Verkehrsmittel. Und das wird auch eine der zentralen Aufgaben sein in der Zukunft, wenn wir neue Siedlungsgebiete entwickeln und dem Bevölkerungswachstum hier in Wiesbaden Rechnung tragen. Sie
Sie sehen jetzt als Stadtplanungsdezernent natürlich geplante Neubaugebiete schon viel mehr voraus als die Wiesbadener, das entsprechende Bevölkerungswachstum, was ja eh in den vergangenen Jahren schon vorhanden war. Was ist Ihre Meinung dazu? Ostfeld, ist das überhaupt möglich ohne eine Anbindung durch die Citybahn? Also die Voruntersuchungen haben ergeben, dass das Ostfeld auch ohne eine Citybahn möglich wäre. Das heißt aber nicht, dass das Ostfeld ohne eine Bahn auch unmittelbar gebaut wird, sondern wir werden da nach alternativen Verkehrsmitteln Ausschau halten, weil was wir nicht verkraften werden, ist, dass mit dem Bevölkerungszuwachs parallel auch der Individualverkehr zunehmen wird in Wiesbaden. Und deshalb wird es Alternativen geben müssen, wie auch immer die aussehen. Das werden wir sehr intensiv mit den Bürgern diskutieren in der Stadt. Das werden wir sehr intensiv mit der Stadtverordnetenversammlung diskutieren und werden dort hoffentlich zu einvernehmlichen Lösungen kommen, damit der Verkehr sich in der Stadt auch zukünftig noch erträglich entwickelt. Aber das bedeutet, wie die Alternativen aussehen könnten, stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Das steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, aber wir haben verschiedene Schienenanbindungen in der Nähe des Ostfeldes. Da gibt es den Bahnhof in Kastell, da gibt es künftig die Wallorer Spange mit einem eigenen Haltepunkt. Es gibt die Lenchitzbahn, die nicht weit davon entfernt ist. Und wie weit man diese Schienenanbindungen an das Ostfeld andockt oder ankoppelt, das wird zu diskutieren sein. Und ob es dann eine Schienenverbindung in oder um das Ostfeld gibt oder ob es einen Shuttle-Service zu den bestehenden Schienenverbindungen gibt, auch das wird man untersuchen müssen. Sie haben jetzt in der Pressekonferenz vorab schon mal das Thema Kommunikationsdienstleistungen beim Projekt Citybahn angesprochen. Ob das alles so glücklich gelaufen ist, haben Sie kritisch nachgefragt. Wie sehen Sie das? Wie ist das gelaufen? Und müssen künftig bei anderen Projekten vielleicht andere Maßnahmen ergriffen werden und nicht auf umfangreiche Leistungen von Kommunikationsagenturen in der Stadt zurückgegriffen werden? Also die Kommunikation ist sicherlich nicht gut gelaufen zum Thema Citybahn, wobei das keine Frage ist von Kommunikationsagenturen beziehungsweise nicht von der Anzahl der Agenturen, auch nicht von der Menge des Geldes, die dort möglicherweise investiert wird, sondern es ist schlicht und einfach eine Qualitätsfrage und ein durchgängig schlüssiges Kommunikationskonzept war zumindest für die meisten nicht erkennbar. Und das Mindeste, was man, glaube ich, zusammenfassen kann, es hat die Bevölkerung nicht in dem Maße erreicht, in dem es notwendig gewesen wäre, die Bevölkerung zu überzeugen von den positiven Auswirkungen einer solchen Bahn. Also Sie würden sagen, die Millionen, die für die Kommunikationsdienstleistungen ausgegeben wurden, haben sich nicht gelohnt? Man hätte mit dem Geld bessere Ergebnisse erzielen können. Ob das Geld ausreicht, ob es mit weniger gegangen wäre oder ob man mehr hätte gebrauchen können, ist müßig zu diskutieren. Aber ich glaube, die Vielzahl derjenigen, die sich daran beteiligt haben, ohne dass es ein abgestimmter, klarer, erkennbarer Weg gab, haben auch dazu beigetragen, dass die Kommunikation nicht in dem Maße durchgedrungen ist, wie sie durchdringen hätte müssen. Geben Sie da auch zum Beispiel dem grünen Verkehrsdezernenten Andreas Kowal ein bisschen Mitschuld? Ich würde mal so sagen, Kommunikation betrifft viele. Es gibt Hauptverantwortliche, die das koordinieren müssen und es gibt andere, die sich daran beteiligen. Insofern wäre es zu einfach, die Schuld bei einem abzuladen. Aber es gibt natürlich einen Hauptverantwortlichen für die Citybahn und den trifft es an erster Stelle natürlich. Okay, vielen Dank dafür. Schönen Abend noch, bleiben Sie gesund. Wir gehen jetzt weiter. Und zwar haben wir jetzt die Vertreter der beiden Bürgerinitiativen, die maßgeblich hier beteiligt waren. Einmal von der Bürgerinitiative Contra, von der BI Mitbestimmung, die Silvia Schob. Und als allererstes kommt der, Sie können es glaube ich hinlegen, kommt der Martin Kraft. Wir sind schon live. Also Martin Kraft von der Bürgerinitiative Bürger pro Citybahn ist jetzt, Sie können die Maske abnehmen, wenn Sie möchten. Ich habe eine Schutzmaske. Und ja, Herr Kraft, alle Ihre Bemühungen waren umsonst, könnte man angesichts des Ergebnisses sagen. Wie schwer enttäuscht sind Sie heute Abend? Es ist natürlich für uns fatal. Es waren ja nicht nur meine Bemühungen, sondern die Bemühungen von sehr, sehr vielen Freiwilligen, die sich wirklich über Wochen und Monate, auf Deutsch gesagt, den Arsch aufgerissen haben, damit dieses Projekt vorankommt. Und
wir sind natürlich jetzt echt ziemlich frustriert von dem, was rausgekommen ist, auch wenn das für uns schon seit ein paar Tagen absehbar ist. Die Atmosphäre in der Stadt war einfach wahnsinnig polarisiert. Und in einer polarisierten Atmosphäre mit sachlichen Informationen durchzudringen, ist schwierig bis kaum noch möglich. Also wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute an den Infoständen schon wirsch quasi weggestürmt sind, wenn man auch nur auf sie zugekommen ist, dann tut es so einer demokratischen Auseinandersetzung nicht wirklich gut. Würden Sie sagen, alle Mühe umsonst? Aus Ihrer Sicht wahrscheinlich schon, oder? Oh, das glaube ich jetzt nicht. Also es ist ja nicht so, dass wir sind ja keine reine Straßenbahnbürgerinitiative, auch wenn man das bei dem Namen eigentlich denken könnte. Wir sind eine Verkehrswende-Bürgerinitiative. Uns geht es darum, dass es in Wiesbaden generell mit dem Thema Verkehrswende vorangeht. Und das ist ein Punkt, wo sich eigentlich alle einig sind. Also wir haben an dem Mobilitätsleitbildprozess im letzten Winter teilgenommen. Und da gab es nicht eine Person, die bezweifelt hat, dass sich in Wiesbaden was tun muss. Jetzt ist die eine und die plausibelste, glaubwürdigste und fachlich fundierteste Version vom Tisch für die nächsten 3 Jahre. Und jetzt müssen halt Alternativen geschaffen werden. Und ich glaube, da wird sich wahrscheinlich der ein oder andere, der dieses Projekt abgelehnt hat, weil er sich beispielsweise über Umweltspuren aufgeregt hat, auch noch verwundert die Augen reiben. Weil wir brauchen jetzt, wo wir das auffangen, was wir sonst mit einer Straßenbahn hätten auffangen können, wenn wir das mit anderen Mitteln auffangen müssen, dann brauchen wir mehr Radwege, wir brauchen mehr Umweltspuren, wir brauchen eine Vorrangschaltung für den ÖPNV, wir brauchen Vorrangschaltung für Radverkehr und Fußverkehr. Nur so können wir das Defizit, was wir uns heute selber eingebrockt haben, irgendwie auffangen. Würden Sie sagen, dass die Verkehrssituation in den vergangenen Monaten, die wir in Wiesbaden hatten, durch Bauen der Umweltspuren, Sperrungen von Abbiegespuren und so weiter, etliche Baustellen, die überhaupt erstmal gar nichts mit dem Verkehr zu tun hatten, sondern wo einfach gebaut werden musste, dass die der Situation geschadet haben, also dem Projekt Citybahn? Na, geholfen hat es natürlich nicht. Und ich hatte auch online, gibt es ja so ein paar Verschwörungstheorien, die da im Umlauf sind, nach dem Motto, dass die Wiesbadener sturmreif geschossen werden sollten, was ich für einen unglaublichen Blödsinn halte. Weil wäre ich der Diktator dieser Stadt und hätte versucht, den Leuten irgendwie dieses Projekt schmackhaft zu machen, hätte ich wahrscheinlich einen Baustopp verordnet, statt zu sagen, jetzt wird alles auf einmal gemacht. Andererseits muss man sich natürlich auch vor Augen halten, dass in Wiesbaden der Verkehrssektor einfach seit 2 Jahrzehnten total stiefmütterlich behandelt wurde und so viele Probleme sich aufgestaut haben, dass die jetzt halt abgearbeitet werden mussten. Wir hatten die Klage der DUH, wir hatten drohende Dieselfahrverbote und die konnten halt nur mit diesem Luftreinhalteplan aufgefangen werden. Und dieser Luftreinhalteplan läuft halt bis zum Ende des Jahres und deshalb musste dieser ganze Krams jetzt gemacht werden. Dass der Bürgerentscheid und diese ganzen Baustellen plötzlich auf einen Klumpen, das war für uns als Freiwillige, die wir versuchen, bei den Menschen Verständnis für das, was getan werden muss, zu erringen, das war der Perfect Storm. Ja? Also das war eine Gemengelage, wo Leute sich über alles Mögliche aufgeregt haben und dann gar nicht mehr rational darüber nachgedacht haben, okay, wie kommen wir denn grundsätzlich aus diesem Thema wieder raus? Ihre Bürgerinitiative gibt es ja nicht erst seit gestern, ich glaube seit 2018, gell? Haben Sie da so einen Wandel in der Stimmung in der Stadt festgestellt? Also dass jetzt die massive Gegenwehr, die vor allem jetzt in den letzten Monaten feststellbar war, war die 2018 auch schon da? Von der Qualität schon, von der Quantität nicht. Also das ist, glaube ich, eins der Grundprobleme dieses Projekts gewesen, dass es dieses massive und sehr unsachliche Dagegengehen eigentlich schon gab, bevor es uns überhaupt gab. Also die Planungen gehen ja bis auf 2016 zurück und eigentlich bevor es beispielsweise für die Biebricher Allee eine fertige Planung gab, wussten die Leute schon, dass angeblich alles abgehackt werden sollte, obwohl es einfach noch keine Pläne gab, auf denen das überprüft hätte werden können. Das heißt, Leute, die schon seit 20 Jahren in dieser Stadt das Thema Straßenbahn bekämpfen, namentlich die FDP, die haben es sehr früh verstanden, so eine toxische Grundstimmung in diese Stadt reinzubringen, die dieses Projekt halt quasi schon beschädigt hat, bevor es überhaupt die Möglichkeit hatte, sich zu entfalten. Das ist letzten Endes auch der Grund, weshalb es uns überhaupt gibt. Also wir haben uns engagiert, weil wir das nicht so hinnehmen wollten, dass dieses Projekt zerredet wird, bevor es überhaupt da ist. Dass es leider nichts geholfen hat, wie jetzt der Bürgerentscheid heute zeigt, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, es ist für eine Demokratie und gerade für so eine kommunale Demokratie hier in dieser Stadt enorm schädlich, was da gelaufen ist. Also diese Polarisierung
und auch das teilweise Ausschlagen von Handschlägen und überhaupt miteinander reden wollen, diese Beschimpfungen und Verunglimpfungen und Verleumdungen und Desinformationen und Lügen, die da im Umlauf waren, das ist etwas, das schadet unserer Stadt. Und was fast noch schlimmer ist, es hält Leute davon ab, politisch aktiv zu werden. Diese Stadt kann nur funktionieren, wenn Menschen sagen, ja, ich versuche meine Ziele, die Ziele, die wir alle haben sollten, irgendwie in der Stadt umzusetzen. Und wenn diese Menschen damit rechnen müssen, online verleumdet zu werden, dass man ihnen Käuflichkeit unterstellt oder persönliche Vorteile, dann werden das nur noch Leute mit einem richtig dicken Fell machen. Und das ist eine Politik, die will ich nicht. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben noch mehr Themen in der BI, Bürger pro Citybahn, als jetzt die Citybahn an sich. Wie geht es jetzt weiter für Ihre Bürgerinitiative? Auch wenn ich der Vorsitzende der Bürgerinitiative bin, werde ich das definitiv nicht alleine entscheiden. Also wir sind ein breites Kernteam, was jetzt schon seit 2-3 Jahren dabei ist. Wir haben eine relativ breite Basis und wir werden uns jetzt zusammensetzen und darüber entscheiden, wie wir weitermachen. Man kann davon ausgehen, dass viele von uns weiter im Verkehrswendebereich aktiv sein werden. Ob das dann unter diesem Dach pro Citybahn sein wird, wahrscheinlich vom Namen her allein schon nicht. Aber wir bleiben der Stadt erhalten. Ja, vielen Dank, Herr Kraft. Jetzt kommt die Gegenseite quasi zu mir, die Silvia Schob. Wir haben jetzt ist es ganz ruhig, kommen Sie gern her. So, für Sie ist es heute ein freudiger Tag, einige der wenigen hier im Rathaus. Was sagen Sie jetzt zum Ergebnis? Ich bin auch überwältigt. Ich bin überwältigt. Ich bin den Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern äußerst dankbar, dass sie so rege an der gesamten Abstimmung teilgenommen haben. Wir fühlen uns als BI-Mitbestimmung total bestätigt, dass es richtig war, für diesen Bürgerentscheid zu kämpfen, damit wirklich die Bürgerinnen und Bürger abstimmen können über dieses Projekt. Diese unglaubliche Mehrheit, es ist ja fast 2/3 Mehrheit, und diese unglaubliche Wahlbeteiligung, die höher ist als bei der Überbürgermeisterwahl oder auch bei Kommunalwahlen, das finde ich einfach fantastisch. Damit wissen wir, wir haben richtig gelegen. Die Vernunft hat gesiegt in unseren Augen und wir sind natürlich der festen Überzeugung, das Verkehrsdezernat wird einen Plan B haben, um Maßnahmen zu ergreifen, die Verkehrsprobleme, oder nicht zu ergreifen, sondern zu entwickeln, eventuell zusammen mit den Gegnern ein Projekt oder eine Verkehrslösung zu finden für die Probleme, die wir haben. Wir haben ja eine Reihe von Vorschlägen durchaus auch mal gemacht, aber wir sind keine Planer, wir haben nicht das Budget oder sonst irgendetwas. Also wir erwarten durchaus von einem Verkehrsdezernat, das entsprechendes vorliegt. Und ja, wir hoffen auch, dass der Oberbürgermeister, der sich so vorne dran gestellt hat, nach seinem Antritt als Oberbürgermeister an diese Kampagne, dass er wirklich der Oberbürgermeister von allen Wiesbadener und Wiesbadenerinnen ist, wie er es am Anfang gesagt hat, und vielleicht auch mal eine Erklärung dazu abgibt. Also es ist sehr schade, dass das so gelaufen ist, mit so einer starken Parteiergreifung, und da bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Aber das ist eigentlich eine Nebensache. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank für all diese Unterstützung, die wir erfahren haben. Hätten Sie erwartet, zum einen, dass das Ergebnis so eindeutig gegen die Citybahn ausfällt und dass tatsächlich so viele Leute wählen gehen? Also man ist natürlich immer in so einer gewissen Blase und hat dadurch das Gefühl, ja, das sind ganz viele Nein-Stimmen. Also das, den Eindruck hatte man schon, auch alleine an dem Feedback, wie viele Leute zum Stand gekommen sind oder sonst irgendetwas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so deutlich, ja, ich finde es toll. Wir haben das gehofft und das war auch so innerhalb der BI natürlich die Vorstellung. Aber das ist toll und wie gesagt, mit dieser Wahlbeteiligung haben wir nicht damit gerechnet. Es zeigt einfach nur, dass es richtig war, für diese Sache zu kämpfen. Und es war eine lange Zeit. Das stimmt, Sie waren lange aktiv. Jetzt gab es in sozialen Netzwerken ja durchaus schon mal die Wort,
Meldung, dass wenn der Bürgerentscheid negativ für die Citybahn ausfällt, also gegen die Citybahn ausfällt, dass sich einige dann einen Rücktritt von Verkehrsdezernent Andreas Kowoy wünschen. Wie sehen Sie das? Also, wie ich schon vorher sagte, die BI-Mitbestimmung erwartet schon, dass er mit schnellen, konkreten Konzepten Plan B kommt. Und wenn er den nicht hat, dann sollte er vielleicht tatsächlich überlegen, ob er das so richtig gemacht hat und auch der richtige Mann dafür ist, was anderes für diese Stadt zu tun. Denn wenn man sich nur auf eine Sache so vehement festlegt, gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger, dann muss man sich eben überlegen, ob das zusammenpasst. Aber ich bin nicht der Typ, in die Bresche zu hauen, wie das, sagen wir mal, manche auch gerade der Pro-Seite gemacht haben, einfach nur draufhauen. Ich denke, wir sollten hier erstmal den Bürgerwillen sehen und dann gucken, wie wir da vorankommen. Aber ja, der Herr Kowoy steht da definitiv im Wort. Was hat er jetzt da zu bieten? Wie geht er mit diesem Ergebnis um? Alles klar. Vielen Dank, Silvia Schob von der BI Mitbestimmung und aus dem mittlerweile ziemlich leeren Festsaal im Rathaus. Einen schönen Abend an alle Wiesbadener. Vielen Dank für die tolle Wahlbeteiligung. Und wir hoffen, morgen ist es alles ein bisschen ruhiger und die Sonne scheint wieder.